Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bus Simulator 21 und ich stehe hier gerade vor dem Bushändler. Das bedeutet, ich habe mir das VDL Buspack gekauft gerade, weil ich mir gedacht habe, ja eigentlich, wenn ich hier zu spielen wieder spiele, könnte ich das ja eigentlich mal direkt zeigen. Und ja, da haben wir auch schon die VDL Busse. Da haben wir sie auch schon. Ein wunderbarer Gelenkbus, der sieht mega lang aus. Ist der, was haben wir denn da? Länge 17,98. Okay, der ist gar nicht so extrem lang, sieht aber extrem lang aus. Dann haben wir hier den Citea SLF 120, ein Dreitürer. Okay. Und dann haben wir hier noch einen Elektrobus, 18,13 Meter. Ja, ganz okay. Ganz okay. Sitzplätze 48, 45. Sind halt alles Elektro. Das sind halt alles Elektro. Na gut. Ich würde sagen, wir kaufen uns einfach mal einen. Wir haben ja sowieso genug Geld. Ist eigentlich komplett wurscht, welchen wir uns da kaufen. Warum ist der viel teurer und der als der, obwohl der... Okay, der hat vielleicht... Der ist halt 10 cm länger. Na egal. Wir fangen mal mit dem Bus einfach an. Machen wir die Probefahrt, kaufen uns die Kiste und dann schicken wir den auf irgendeine Route und dann fahren wir die Route einfach. Interessante Form finde ich ja. Also... Wirklich interessante Form. Irgendwie scheint es modern zu werden, dass man hier die Radkasten quasi so abdeckt. Ist Geschmackssache. Ich finde, das sieht total komisch aus, wenn man die Räder nicht sieht. Aber vielleicht ist das ja modern. Vielleicht bin ich ja da einfach ein bisschen zu altmodisch oder keine Ahnung. Aber mir ist es lieber, ich sehe die Reifen, als wenn ich da so eine komische Abdeckung sehe und unten so einen halben Reifen. Vielleicht ist es auch sicherheitstechnisch so. Ich weiß es nicht. Dass man vielleicht sagt, ja... Dass sich da niemand irgendwie eine Mutprobe macht und seinen Kopf da reinsteckt, während der Bus losfährt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. So. Erstmal schöne Schoki-Werbung hier drin, warum nicht? Aber ich finde trotzdem, der wirkt recht groß. Also der macht schon guten Eindruck. Ja, bei uns fahren ja auch VDL-Busse rum. Bei uns haben diese lustigen Augen hier vorne. Da ein Äugchen, das VDL-Logo ist die Nase. Muss ich irgendwann mal ein Foto von machen, wenn ich den Bus mal wieder sehe. Beziehungsweise die Firma, die hier immer rumfährt. So. Vorne haben wir nur eine Einstiegstür, alles klar. Ansonsten schalten wir die Möhre mal an, würde ich sagen. Das sieht aber top modern aus hier. Nicht schlecht, ja. Problem ist halt wirklich nur, es ist ein Elektrobus. Ja, das ist jetzt was, das hätte ich nicht unbedingt gebraucht. Weil man hört sowieso in dem Spiel, muss man ja sagen. Man hört in dem Spiel eigentlich so gut wie... Ups, gar keine Motorsounds. Und wenn man dann natürlich noch die Elektrobusse hat, ja, man sollte auch einen Gang reinmachen. Wenn man dann natürlich noch Elektrobusse hat, hörst du halt einfach gar nichts. Hört ihr gerade einen Motor? Also ich nicht, ich höre die Scheibenwischer quietschen, ich höre gar nichts. Ja, im Video werdet ihr wahrscheinlich auch genauso gar nichts hören. Das ist halt immer ein bisschen blöd. So, wir schalten gerade mal das Licht an. Kann nicht schaden, weil das noch am Regnen ist. Ja, Gott, ich bin jetzt schon so lange kein Gelenkbus mehr im Bus-Simulator 21 gefahren. Ob ich jetzt hier so problemlos durchkommen werde, weiß ich nicht. Gerade mit der Steuerung. Ah, komm, überall vorbeigewurschtelt, egal wie. Egal wie, ist glaube ich keine Pylone umgefallen. Haben wir gut gemacht. Also lässt sich ganz okay fahren, ist natürlich Bus-Simulator 21 typisch. Keine spezielle Steuerung. Er ist halt so, wie er ist. Die Lenkung ist halt so, wie er ist. Oder wie sie ist. So, fahren wir hier gerade mal raus, dann kaufen wir uns den Bus, dann schicken wir auf irgendeine Route, wo wir den brauchen könnten oder auch nicht. Aber die Anzeige sieht modern aus, auf jeden Fall. Hat auch WLAN an angeblich. Top moderner Bus. Top modern. So, wo setzen wir den Bus aber ein? Das ist halt so die Frage. Theoretisch haben wir die Busse schon alle perfekt verteilt, so wie sie sind. Ich bin gerade überlegen, ob ich einfach mit dem mal die Route 2 starte. Jetzt fahren. Und wir einfach den VDL-Bus auswählen. Wo haben wir VDL? Da. Ich nehme einfach mal den. Dann fahren wir da hin. Wir sind ja gerade in der Nähe. Vielen Dank, der bleibt wieder stehen. Ja, die sind einfach zu nett. Einfach zu nett.
So, Licht machen wir wieder aus. Ist jetzt komplett übertrieben, dass wir auf Linie 2 dann mit dem Bus hier fahren. Ich habe übrigens die Linie 2 auch nochmal angepasst, also da nicht wundern, beziehungsweise falls jemand noch die Route 2 kennen sollte von meinem alten Let's Play, ich habe die ein bisschen abgeändert, damit wir jetzt Haltestellen anfahren, die noch hochgelevelt werden müssen. Weil es bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt eine Route fahre, wo 90% schon irgendwie die Haltestellen passend hat auf Level 5 und ich nur eine Haltestelle anfahre, die noch nicht Level 5 ist. Hab die ein bisschen umgewurschtelt, dass ich trotzdem in dem Gebiet quasi fahre, aber halt manche Haltestellen überspringe und dann eine andere dafür anfahre, die noch nicht so wirklich hochgelevelt ist. Ah, sogar eine Liniennummer hier an der Seite vorne. Cool. Ja, man hört aber einfach so gut wie gar nichts. Ist halt typisch Elektro. Kann man den Bus nicht böse nehmen. Ich finde es einfach komplett langweilig. Es ist leider einfach so. Finde ich aber, ich finde Elektrofahrzeuge vom Klang her immer langweilig. Vom Fahren her, vom Anfahren her sind sie nicht langweilig, weil die haben schon ganz schön Power dahinter. Aber so vom Ton her ist es einfach langweilig. Das Rollgeräusch einfach nur. Ja, so ein Diesel hörst du wenigstens schön klackern. Oh, ich habe falsche Taste gedrückt wieder für die Sicht. Ja, ihr kennt das Problem. Kommt Tür zu, ich will weiter. Ein schöner Benzinermotor. Ich muss aber sagen, ich mag dieses Dieselklackern auch total. Finde ich irgendwie total beruhigend. Ich weiß nicht warum. So, eine Pfütze nach dem anderen. So, in 30 Sekunden soll man da sein quasi. Das kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ich glaube, den Bus werden wir zwar nicht voll kriegen jetzt mit Route 2. Wir können uns gleich noch mal den Linienverlauf angucken. Dann kann ich auch noch mal sagen, was ich abgeändert habe. So, jetzt haben wir natürlich wieder ein paar Busse vor uns. Der schöne Citaro oder Kappa City oder was ist das? Das könnte der Kappa City sogar sein. So, Route 2. Wir gehen mal gerade hier auf die Route 2 drauf. Route 2 bearbeiten. Und zwar, Route 2 startet hier oben. Fährt von hier oben runter zur dieser Haltestelle. Von dieser Haltestelle geht es weiter zu dieser. Von da geht es weiter zu dieser. Dann zu dieser. Und normalerweise war es, dass wir diese Haltestelle hier noch angefahren haben. Die habe ich jetzt rausgenommen, die brauchen wir nicht. Dafür fahren wir diese Haltestelle an. Hier fahren wir... Da wollte ich eigentlich nicht vorbeifahren. Die habe ich jetzt irgendwie... anscheinend wieder rausgeklickt gehabt. Da wollte ich eigentlich die Haltestelle 7 haben. Ah, nee, das hat es nicht so wirklich übernommen. Anscheinend. Das hat irgendwie nur die Hälfte übernommen. Die hat es rausgenommen, das irgendwie nicht. Aber ich bin hier oben nämlich auch noch weitergefahren. Das fehlt nämlich auch gerade. Und zwar hatte ich hier noch die Haltestelle hinzugenommen, weil die sollte noch hochgelevelt werden. Und die hatte ich noch hinzugenommen, weil die muss auch noch gelevelt werden. Die muss nicht mehr gelevelt werden. Von da aus wollte ich dann dahin zurückfahren. Jetzt habe ich aber... irgendeine Haltestelle noch drin, die ich nicht mehr haben wollte. Die wollte ich vorher nicht mehr haben. Genau, und die hatte ich, glaube ich, auch rausgenommen. Und dafür hatte ich, glaube ich, die noch mit dabei. Ja, es hat also doch nichts so wirklich übernommen. Na gut, dann mache ich das gerade einfach, passe ich das einfach mal schnell jetzt nochmal an. So, das wird Haltestelle 3. Ah, geh weg. So. Ja, komm. Das ist alles immer ein bisschen friemelig. So, 3. Aber von der anderen Fahrtrichtung. Nein, es muss 5 werden. Das muss 5 sein, nicht 3. Nee, 4. 2, 3, 4. So, manchmal muss man ein bisschen rumspringen. So, die können wir auch so rum theoretisch anfahren. Dann haben wir die mit dabei. Die ist schon hochgelevelt. Ja, so passe ich mir halt ständig die Routen an. Aber es hat irgendwie nicht gespeichert gehabt, weil ich mir die Busse gekauft habe. Hab das Spiel nochmal neu gestartet dann. So. Die ist mit dabei, die wollte ich auch nicht mehr mit dabei haben, fällt mir gerade auf. So. Und die brauchen wir theoretisch auch nicht anfahren, weil die ist schon auf Stufe 9. Aber die würde ich einfach rein aus Prinzip gerne mit dabei lassen.
So, die war auch schon hoch genug. Kann ich noch irgendeine Haltestelle hinzunehmen, die noch nicht hoch genug gelevelt ist? Die, aber die würde einen Umweg bedeuten. Müsst mal hier rum. So, zack. Ich werde gerade mal gucken, wie es aussieht, wenn ich das als zweite Haltestelle reinmache. Das Doofe ist halt nur, dass es eine Einbahnstraße. Dann fahren wir hier einmal so einen Kreis. Statt die... Ja, die ist schon hochgelevelt. Statt die Haltestelle trotzdem. Da sind schon andere genügend Routen mit verbunden. Statt, wenn wir dann hier starten, den Bogen fahren und die Haltestelle lieber mitnehmen, weil die ist erst Level 2 und keine Route mit verbunden aktuell, dann haben wir die wenigstens mit dabei. Die machen wir als zweite. Als dritte meine ich natürlich, nicht zweite. 1, 2, 3. Dann fahren wir runter. Die brauchen wir nicht mehr so unbedingt, die würde ich aber gerne aus Prinzip eigentlich drinnen lassen. Die ist auch schon hoch genug, dann sind wir hier wieder ausgeglichen. Und haben einige Haltestellen dabei und fahren trotzdem noch im gleichen Gebiet rum, fahren halt nur andere Haltestellen an. Ja, würde ich sagen, lassen wir so Änderungen übernehmen. Nein, nicht automatisch Busse zuweisen lassen. Hat das irgendwie nicht gespeichert gehabt vorhin, keine Ahnung. Oh, habe ich 4 Minuten Verspätung, weil die Zeit weitergelaufen ist, als ich geplant habe. Das ist natürlich doof. Also, dann geben wir doch jetzt langsam mal Gas. Ich bin eh schon außer fahrplanmäßig unterwegs anscheinend. Aber das ist einfach so sinnvoller, als wenn ich wirklich Haltestellen anfahre, die schon Stufe 7 sind, Stufe 5 sind. Klar, die eine oder andere Haltestelle habe ich drin, weil ich einfach nicht den kompletten Routenverlauf gerade über den Haufen werfen möchte. Aber trotzdem, ein Großteil an Haltestellen sind mit dabei, die noch nicht hochgelevelt sind. Hallo, willkommen im neuen Bus. Eine Fahrkarte. Seniorenticket, Tageskarte, eine. Kriegst nichts zurück. Muss gerade mal jemanden auf die Backe hauen. So. Weiß eh nicht, warum ich die Türen aufgemacht habe. Ganz schön windig draußen. Zum Glück habe ich. Ganz schön windig draußen, sagt die gute Frau. Okay. So, wir haben 5 Minuten Verspätung, aber ist komplett wurscht. Wir müssen einfach nur die Haltestellen abfahren. Es hat aber jetzt nicht die Änderung übernommen. Ne, wir brechen die Route nochmal ab. Weil wir wären jetzt nicht dahin gefahren, wo ich gerne hingefahren wäre. Ihr wollt alle raus? Kann ich verstehen. Wenn der Busfahrer plötzlich sagt, nö, die Route fahre ich nicht mehr. Keine Lust. So. Dann Route 2. Wählen wir einfach nochmal aus. Jetzt fahren. Ich hätte gern einfach den Bus wieder. Und ich hoffe, dass wir jetzt die richtige Route entlangfahren. Das sieht aber so aus auf der Map. Das ist gut. Wir müssen nur jetzt gerade wieder zu der Haltestelle hin, wo wir eben losgefahren sind. Und dann fahren wir die richtige Route. Jetzt haben wir wenigstens noch Zeit. Wir sind halt außer fahrplanmäßig unterwegs. Aber es bringt halt auch nichts, wenn ich jetzt den großen Bus da für die Linie zuweise. Und ja. Weil ich mal gucken muss, ob es sich vielleicht lohnt, wenn ich da einen großen Bus auf die Route drauf schicke und dafür 2 kleine weg. Dann habe ich vielleicht nicht mehr das Problem mit diesen ganzen KI-Bussen vor mir an den Haltestellen. Aber das Problem sollte ja eigentlich eh gelöst sein dann in der neuen Version, wenn das Update mal da ist. Also, wir sind gleich wieder an der Starthaltestelle, dann legen wir endlich mal los. Schon wieder eine Viertelstunde rum, gequatscht und nichts passiert. Beziehungsweise schon was passiert, wir haben die Route umgeplant, wir haben uns die VDL-Busse mal grob angeschaut. Haben einen neuen Bus gekauft. Da fährt jetzt natürlich vor uns genau die Route 2. Der planmäßige Bus. Warum mache ich die anderen Türen auf? Nein, alle vorne einsteigen.
Sonderfahrt. Ja, Sonderfahrt ist natürlich blöd. Genau. Seniorenticket. Tageskarte. Wir machen gerade die Sonderfahrt-Buseinweihung auf der Route 2. Ah, jetzt habe ich die Tür 2 wieder aufgemacht. So, Tür 2 geht wieder zu. Dann müsste der Bus sich auch wieder hochpumpen. Ja, genau. Nächster Halt, North Mall. Jetzt passt es mit der Haltestelle. Ja, wir wären nämlich jetzt die alte Route gefahren. Das wäre ja irgendwie blöd gewesen. Machen wir den kleinen Schlenker. Fahren hier durch die Einbahnstraße, damit wir diese Haltestelle auch abgreifen. Da steht gerade noch ein anderer Bus von der Route 2. Den haben wir jetzt die ganze Zeit vor uns rumäumeln. Mit dem E-Zitaro, komm. Keine Zeit. Eigentlich ja schon, ich bin ja sowieso außer Fahrplanmäßig unterwegs. Was eine eklige Hupe. Wir ändern das gerade mal ab. Unsere Anzeige. Jetzt müsste eigentlich die letzte Haltestelle dastehen. Ja, genau. Dann passt's jetzt. Mein Außerfahrplanmäßig klingt ein bisschen blöd. So, die Rampe fahren wir auch raus, weil wir haben einen Rollifahrer mit dabei. So. Ein Ticket, Seniorenticket, Tageskarte, eine. 4,60 Euro gibt's zurück. Rampe fahren wir rein, Tür machen wir alle zu. So, dann einmal rechts abbiegen. Da kommt keiner. Da bleibt das Auto wieder stehen, obwohl ich da gar nicht lang will. Beziehungsweise die Spur gar nicht betroffen ist. So. Wir haben wieder einen Haltewunsch reinbekommen. Ist genauso eine schöne Glocke wie beim... Glocke wie beim Volvo. Ja. Hallo Linie 2. Lieber E-Zitaro. Du kannst weiterfahren. Deine Türen sind zu. Danke. Ernsthaft? Ich hab schon gedacht, der verarscht mich jetzt. Ja, natürlich wollen die ganzen Leute mit dem neuen Bus mitfahren. Ich frage mich, wie diese ganzen neuen E-Busse aufgeladen werden. Das frage ich mich auch, wenn jetzt die Atomkraftwerke hier ausgeschaltet werden in Deutschland. Seniorenticket, einfache Fahrkarte 1. Genau so. Danke. Normale Fahrkarte, nee, Seniorenticket, einfache Fahrkarte. So. Ich habe gerade gestern einen Bericht wieder gesehen. Hat sogar ausnahmsweise mal Propaganda-ARD ausgestrahlt über die Atomkraftwerke, wie andere Länder damit umgehen. Deutschland ist ja einfach so blöd, ey, das kann man gar nicht anders sagen. Alle anderen Länder so, ja komm, wir bauen Atomkraft aus, ist günstig, ist... für die Zukunft, wir bauen sichere neue Kraftwerke, damit wir die alten Drecksdinger nicht mehr laufen lassen müssen, die ein bisschen risikobehafteter sind. Alle Länder so, ja komm, wir bauen 10 neue, 6 neue, 5 neue und Deutschland so, wir schalten alle ab. Es ist einfach so krank, was hier passiert in dem Land. Einfach so krank. Besonders ohne Alternativen. Kohlekraftwerke aus, Atomkraftwerke aus, ja, blöde Windenergie und Sonnenenergie, was einfach nur Zufallsstrom ist, was aufs Wetter drauf ankommt. Selbst Länder, die viele Wasserkraftwerke haben, bauen jetzt Atomkraftwerke aus, weil die einfach für die Zukunft sind. Und einfach zuverlässig immer Strom liefern könnten. Dann, wann Strom gebraucht wird. Und Wasserkraft kannst du ja auch ein bisschen besser planen als Wind- und Sonnenenergie. Und also trotzdem bauen die andere Kraftwerke aus. Und Deutschland baut einfach alles ab. Ist ja genauso geil wie alle anderen Länder. Die sind ja nicht so blöd wie Deutschland. Die bauen natürlich an der Grenze zu Deutschland ganz viele Kraftwerke.
ganz viele Atomkraftwerke und Kohle und was weiß ich, alle möglichen Kraftwerksarten, damit sie den Strom dann teuer nach Deutschland verkaufen können, weil Deutschland so blöd ist und wahrscheinlich keinen eigenen Strom mehr kriegt. Das ist schon echt geil. Die anderen Länder sind wie gesagt schlau, die bauen Kraftwerke an der Grenze, weil sie sich denken, ja, wenn die so blöd sind, können wir denen schön teuer unser Zeug verkaufen. Naja, was will man machen? So. $4.60. Das Geile ist halt auch, dass viele Länder halt bei der Technik weiter forschen und Deutschland lässt halt wieder mal einfach alles hängen. Also ist ja genauso wie bei den Verbrennungsmotoren. Alle anderen Länder, wo noch Verbrennungsmotoren erlaubt sind, die entwickeln weiter, forschen weiter, machen die noch effizienter und besser und Deutschland einfach so komplett, nö. Hängen wir einfach unsere komplette Industrie ab. Was soll's? Braucht doch kein Mensch mehr. Muss ja keiner mehr arbeiten geben. Brauchen ja alle kein Geld. Lohnt sich ja sowieso nicht mehr. Mit den ganzen Kosten, was man eben hat. Oh Mann. Es ist genauso, jetzt hat wieder irgendein Politiker gefordert, Mindestlohn höher. Ja, wir sind gerade in der Spirale drin, wo alles teurer wird, wegen dummer Politik, kann man einfach nicht anders sagen. Und dann kommt wieder einer um die Ecke und schreit, ja, Mindestlohn höher. Aber dass man da mal 2 Meter weiter denkt und mal drüber nachdenkt, ja, wenn wir den Mindestlohn höher machen, müssen die ganzen Geschäfte, Läden, Speditionen natürlich wieder die Preise erhöhen, weil ja dann mehr Geld für die Mitarbeiter gebraucht wird, dann sitzt du wieder in der Spirale drin, dass alles noch teurer wird, dann reicht der Mindestlohn wieder nicht. Dieses Problem muss man an anderer Stelle angehen und nicht wieder an Mindestlohn erhöhen, damit alles noch teurer wird, damit es ja noch schlimmer. Aber irgendwie kann keiner von denen mal so 2 Meter weiter denken. Das Problem muss einfach woanders angegangen werden und aber nicht so. Nicht so. Da kann man sich irgendwie von morgens bis abends nur eben drüber aufregen. So. Aber mittlerweile muss man ja auch Angst haben, dass dann Videos gesperrt werden, wenn man da so ein bisschen drüber rummeckert oder drum Mosert, muss man ja heutzutage Angst haben, dass das Video gesperrt wird oder dass die Tonspur rausgenommen wird. Das passiert ja auf TikTok sehr, sehr gerne, zum Beispiel. Ja, dass dann plötzlich mal die Tonspur entfernt wird. Weil zensiert wegen Hetze oder was weiß ich, wo sie sich einfach sonst wo rausnehmen, obwohl es gar keine Hetze ist, es ist einfach die Wahrheit, was in diesem Land abgeht. Es ist einfach, die Wahrheit ist halt manchmal unschön. Wenn man halt Kacke baut, dann muss man halt auch dazu stehen, ist halt so. Aber naja, heutzutage musst du halt ziemlich aufpassen. Das Internet wird halt auch immer mehr zensierter, muss man leider sagen. Und die Quellen, wo du noch Infos kriegst, die der Tatsache entsprechen, die werden halt dann ausgeschaltet. Bus zu stark gebogen, Reparaturkosten. Der Bus hält ja gar nichts aus. So. Bushaltestelle kann ausgebaut werden. Ja, wir können ja gerade mal gucken. Wir haben ja ein bisschen Zeit, oder? Nee, wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Wie gibt's das? Normalerweise hat man doch immer voll viel Zeit. Oh, er wollte 2 Tickets haben. Wäre jetzt natürlich zu blöd gewesen, nochmal da drauf zu klicken. Deswegen muss man einfach nochmal komplett zurückgehen. Einfache Fahrkarte. Ich meine, ich nicht falsch verstehen, ich gönne den Leuten Mindestlohn und so weiter. Ja, also, ich würde denen mehr gönnen. Aber das ist halt so eine Spirale. Gerade wenn alles teurer wird, noch mehr Mindestlohn zu erhöhen, dass dann die ganzen Geschäfte und Speditionen und was weiß ich alles noch mehr Geld verdienen müssen, deswegen die Produkte noch teurer werden, dann hat man vom Mindestlohn am Ende noch weniger. Ja, und je mehr man natürlich verdient, desto mehr greift der Staat auch noch ab und so weiter und so fort. Es ist nicht die Lösung. Es ist nicht die Lösung. Man könnte ja theoretisch einfach mal, um die Bürger zu entlasten, die Steuern ein paar Prozent runter machen. Hätte jeder was von. Und man würde vielleicht diese Spirale mal ein bisschen brechen und es würden auch weniger Geschäfte pleite gehen und so weiter und so fort, weil die Leute vielleicht mal wieder ein bisschen mehr Geld übrig hätten, um mal Sachen einzukaufen oder um mal essen zu gehen, um sich mal ein Eis leisten zu können oder sowas. Momentan kann sich ja keiner mehr irgendwas leisten. Naja. Ich wollte eigentlich gar nicht über das Thema reden. Normalerweise müsste man da so extra mal einen Podcast drüber machen.
Mittlerweile hat ja YouTube diese Podcast-Funktion. Habe ich noch nie ausprobiert, aber jedenfalls kriege ich sie angezeigt. Kann man auch Podcasts aufnehmen und hochladen. Finde ich total cool. Hey. Aber da musst du ja aufpassen, dass du wirklich kein Staatsfeind wirst und dann da irgendwie direkt gebannt wirst oder gekickt oder sonst was. Wollt ihr nicht einsteigen? Jetzt auf einmal doch? Er weiß nicht, was er will. Na dann halt eben nicht. Na dann halt eben nicht. So, hinter uns ist auch noch ein weiterer Gelenkbus. Transit Terminal, nächster Halt. Wir müssen unbedingt mal nachts zum Leuchtturm. Ich habe gehört, der soll im Dunkeln fantastisch aussehen. So, jetzt einmal rechts entlang, dann sind wir auch schon beim Transit Terminal. Dann können wir da noch ein paar Leute mitnehmen oder rausschmeißen. Ich glaube, es wollte ja auch jemand aussteigen. Transit Terminal, da sind wir da. Da ist auch ein Rollstuhlfahrer wieder mit dabei. So, Zahltag interessiert mich aber nicht. Wir haben genug Geld. So. Eigentlich wollte ich das schon gemacht haben, aber die kann nicht ausgefahren werden, weil blockiert durch Bürgersteig wahrscheinlich. Das ist natürlich doof. Dann muss ich gleich nochmal einen Meter vorfahren. Kleinen Moment bitte. Muss gleich nochmal ein Stück vorfahren. Rampe sagt nein. Normale Fahrkarte, Tageskarte, eine. So, gerne. Dann muss ich nochmal alles zumachen. So, die Frage, fahren wir ein bisschen weiter weg oder fahren wir näher dran? Ich glaube, wir fahren mal ein bisschen weiter weg von dem Bürgersteig und hoffentlich reicht das dann. Normalerweise würde man näher dran fahren, aber ich glaube, das macht das Spiel nicht, weil der Absatz so oder so zu hoch ist. So, Rollifahrerin ist drinne, Tür ist wieder zu, dann können wir direkt weiterfahren. Wir haben noch 1:10 Verspätung, das ist natürlich gar nicht so wenig. Für Bus-Simulator-Verhältnisse. Esmond Ave. Alles klar. Hoffentlich bemerkt das niemand. Was los? Du hast grün. Naja, er wollte unbedingt das Taxi noch fahren lassen. Sehr nett. Taxifahrer haben ja auch wenig Zeit. Mich würde mal interessieren, ob die bei uns in der Gegend immer noch so unfreundlich und unhöflich sind wie damals. Damals, als meine kleine Schwester auf die Welt gekommen ist, sind wir das ein oder andere Mal mit dem Taxi ins Krankenhaus gefahren. Ich und mein Stiefvater. Und da waren die so unfreundlich. Wenn die von der Ortschaft, wo ich wohne, bis zum Krankenhaus nur gefahren sind, das war 10 Minuten, Viertelstunde Fahrt. Da vorne hat irgendjemand das Schild umgemäht. Da sind die richtig schnippig geworden und pissig geworden. Viele wollten auch einfach gar nicht fahren und so weiter. Richtig Katastrophe. Ich glaube, mittlerweile müssen sie es zwar, aber ich glaube, das ist immer noch so ungerne gesehen von denen. Sag mal, was ist das denn für ein Bus? Bitte alle
wenn du hier gescheit um die Kurve fahren willst, dann kriegt man direkt die Strafe, dass man irgendwie zu hart eingeschlagen hat und nicht mal irgendeinen Pieps und, oder eine Warnung vorher, dass man den zu weit einknickt. Das ist sicher nicht zu weit eingeknickt gewesen. Sicher nicht. Das sieht anders aus. Und da kriegt man direkt die Reparaturkosten mit reingeknallt. So, dann Rollifahrerin möchte noch raus. Machen wir natürlich. Ja, wir könnten ja theoretisch noch die Bushaltestelle jetzt mal hochleveln. So, da sind wir dann da auf 4. Da sind wir auch auf 4. Da sind wir auf 5. Juhu, wieder eine Haltestelle abgehakt. Brauchen wir theoretisch nicht mehr anfahren. Dann, wie sieht's weiter aus? Was haben wir hier? Da hat sich nichts getan. Da hat sich auch nichts getan. Da auch nicht, da auch nicht. Wie sieht's Oakwood aus? Oakwood hier, die Haltestelle hat sich getan. Da hat sich was geändert. Da auch. Ansonsten sehr ernüchternd. Ach ja, schön. Schön. So, wir fahren jetzt noch eine Haltestelle weiter, dann sind wir wieder zurück, wo wir angefangen haben. Na, Omi? Wie sie immer losrennen, weil man angerollt kommt. Ich meine, ich habe auch nicht viel Vertrauen zu anderen Menschen, aber das schon. Wenn so ein Bus in Schrittgeschwindigkeit angerollt kommt, dann gehe ich schon davon aus, dass der noch wartet, bis ich drüber bin. Aber gut. So ist wenigstens die Straße frei. Ich sag's ja, das ist hier alles viel zu nett. Das ist hier alles viel zu nett. Die KI-Fahrzeuge, die KI-Personen, alles viel zu nett. Bushaltestelle kann ausgebaut werden. So, Stufe 6 sogar jetzt. Ja, wir müssen die Linie auf jeden Fall nochmal fahren, damit wir vielleicht diese Haltestellen bald mal hochgelevelt bekommen. Und dann haben wir hier nur noch die eine übrig. Das sind aber alles Haltestellen, die wir jetzt mit der Route 2 abfahren können. Deswegen würde ich sagen, machen wir die Route 2 dann weiter in der nächsten Folge. Aber ich würde sagen, wir holen uns in der nächsten Folge einen anderen Bus. Ja, jetzt haben wir den einfach mal in der Folge rumkutschiert. Wir haben ja noch zwei andere. So, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten und gerne auch den Kanal mit der Mitgliedschaft unterstützen. Würde mich sehr freuen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss. Lasst mich mit. Tschüss. Ah, schön gemütlich. So, jetzt aber tschüss.